Der Gikomba-Markt im kenianischen Nairobi ist Umschlagplatz für gebrauchte Kleidung aus der ganzen Welt. Die Händler hier verkaufen westliche Markenartikel für einen Bruchteil ihres ursprünglichen Preises. Ein echter Wirtschaftsfaktor in Kenia, auch John Mwangi verdient so seinen Lebensunterhalt. Ich kann damit kaufen, was ich brauche im Leben. Ich habe nie mit etwas anderem gehandelt. Wenn das hier aufhört, bin ich aufgeschmissen. Was die Händler auf dem Markt nicht zu Geld machen können, wird verbrannt oder landet auf dem Müll. Hier suchen die Ärmsten der Armen nach Kleidung, um ihrerseits etwas dazu zu verdienen. Wir suchen im Abfall nach Kleidung, dafür müssen wir ihn sortieren. Dann nehmen wir das Beste und waschen die Stücke. Die Kinder tragen einen Teil, wir selbst auch, und es gibt Menschen, die uns etwas davon abkaufen. So verdienen wir Geld und kleiden uns in das, was übrig bleibt. Janet Chimnitai arbeitet für die Umweltschutzorganisation Greenpeace. Die Kleidung besteht aus Synthetikfasern, gemacht aus Erdöl, was der Umwelt bei uns auf lange Sicht nicht gut tut. Wir in Kenia wollen, dass die Unternehmen zur Rechenschaft gezogen werden und die Produktion von Fast Fashion einstellen. Make these clothes, you know, and us who wear them. So we really want brands to be accountable. Die in Nairobi ansässige Organisation Africa Collect Textiles importiert selbst mehr als 200 Millionen Kilogramm gebrauchter Textilien im Jahr und stellt daraus Stifte, Teppiche und anderes her. Alex Musembi ist einer der Gründer. Ich spreche davon Nike, Adidas oder Tommy Hilfiger, H&M und so weiter. Sie sollten einen Fonds aufsetzen. Von jedem Euro, den sie einnehmen, muss ein Anteil da hineingehen für Unternehmen wie Africa Collect Textiles, die versuchen, mit dem ganzen Müll hier umzugehen. Doch selbst wenn ein solcher Fonds zustande kommen sollte, in Kenias Flüssen allein ist mehr Textilmüll zu finden, als African Collect Textiles je wird verarbeiten können.